In diesem Video nehmen wir euch mit auf unseren Roadtrip durch Belgien und zeigen euch den ersten Tag, wo wir uns den Nationalpark Hoge Kempen anschauen. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Reisevlog auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt alles gepackt, sitzen im Auto und jetzt geht's für uns zum Camper. Den holen wir jetzt gleich ab und dann fahren wir auch schon direkt nach Belgien. Abgeholt. Es ist ganz schön heiß hier drin. Es liegt auch daran, dass der Camper keine Klimaanlage hat im Fahrerhaus. Aber das macht jetzt auch nichts. Es ist schon okay für die paar Tage. Und genau, wir freuen uns jetzt. Fahren wir nämlich auf direktem Weg nach Belgien und freuen uns, euch dann wieder mitzunehmen. An unserem Stellplatz angekommen. Wir haben hier direkt an der belgischen Grenze einen sehr schönen Stellplatz mitten in der Natur gefunden, also ganz nah zu einer Straße, aber nah an einem Fluss gelegen, und wenn man aus unserer Tür rausguckt, guckt man in die Natur, und das ist wirklich wunderschön. Hier werden wir uns jetzt ausruhen und morgen geht es dann los auf Erkundungstour. Wir sind diesmal mit Freunden unterwegs und ja, wir freuen uns riesig, jetzt ein paar Tage Vanlife zu haben und eben Belgien zu erkunden. So, nicht wundern, ich bin gerade im Camper von unseren Freunden. Hier steht gerade der Omnia auf dem Gasherd. Unser Camper hat ja jetzt diesmal einen Elektroherd und der Omnia, denken wir zumindest, ist besser geeignet für den Gasherd hier. Und das ist auch der Omnia von unseren Freunden. Da machen wir es heute Abend mal Pizza drin. Haben wir noch nie ausprobiert. Wir sind gespannt aufs Ergebnis. Und ja, jetzt genießen wir einfach noch den Abend hier auf dem schönen Platz und dann melden wir uns morgen wieder.
Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gut geschlafen. War wirklich ein toller Stellplatz, auch wenn hier eine Straße direkt vorbeigeht. Das ist nachts komplett ruhig. Erst jetzt heute Morgen fahren da ein paar Autos lang. Und ansonsten hat man wirklich eine wunderschöne Aussicht auf den Fluss. Gefällt uns hier richtig gut. Und es gab auch keine Probleme, dass irgendwer sich hier gestört gefühlt hat von uns. Ja, und jetzt werden wir uns Frühstück machen und dann geht's los, die ersten Sachen hier in Belgien zu erkunden. Nationalpark Hohe Kempen und ja, da wollen wir einen kleinen Spaziergang machen und zu einem Aussichtspunkt laufen und sind schon sehr gespannt. Zu einem riesigen Ferienpark umgebaut. Wenn ich das richtig sehe. So, wir sind jetzt am Nationalpark angekommen. Hier ist auch eine richtig gute Infrastruktur. Es gibt ein Visitor Center, öffentliche Toiletten, alles, was man so braucht. Und ja, jetzt starten wir mal einen der kleineren Wege. We wake, hear the birds and see the sun.
side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is Campen. Nationalpark gibt es diverse Wander- und Fahrradwege. Wir entscheiden uns, zum Lange Terhill auf die höchste Erhebung hinaufzulaufen, um von dort aus den wunderschönen Blick über die Seen zu genießen. War ein bisschen steil und anstrengend, gerade auch weil es heute ein sehr heißer Tag ist. Aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Und jetzt sitzen wir wieder im Auto und jetzt geht's für uns als nächsten Stopp nach Antwerpen.